Und da sind wir wieder in unserer Unreal Engine 5. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Landmass-Plugin wenig beschäftigt. War ein interessantes Tool, aber ja gut, die Ergebnisse waren ja jetzt nicht so atemberaubend, würde ich sagen. Darum bin ich immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um eine Landschaft zu gestalten. Landscape Pro 2.0 ist so eine Möglichkeit, kostenlos auf dem Marketplace der Unreal Engine. Und die Bilder sahen doch ganz nett aus, gerade für eine Gaming-Level. Ob es jetzt für Cinematics hundertprozentig taugt, ist eine andere Geschichte, aber ja, für eine Gaming-Level sah es ganz gut aus. Ich habe es dem Projekt hinzugefügt, unserer Game-Test-Level, habe einen neuen Landscape-Layer generiert, so eine Art Test-Areal, würde ich mal sagen, damit wir hier ein wenig experimentieren können. Der Ordner heißt STF und da gibt es eine Material Instance, die können wir draufschieben. Wenn es draufschieben nicht klappt, so wie in meinem Fall hier zum Beispiel, hier, die habe ich genommen. Wenn es nicht klappt, dann muss man einfach auf dem Landscape rechts unter Materials, muss man einfach hier das Ganze aktivieren und rüberziehen und dann funktioniert das Ganze. Dann wieder in den Landscape-Modus, den richtigen Layer natürlich auswählen. Wir haben ja einen neuen erstellt unter Paint und da haben wir dann schon ganz viele Layer, die wir zum Zeichnen später benutzen können. Ist so ähnlich wie bei unseren Texturen, die wir zeichnen in den letzten Videos, die wir angelegt haben. Aber hier ist alles schon dabei. Es ist echt eine tolle Sache. Aber damit das Ganze funktioniert, müssen wir unbedingt immer auf dieses Plus hier rechts klicken und Weight Blended Layer wählen und das Ganze immer speichern. Das müssen wir für alle Layer machen. Da kommen wir nicht drum rum. Ist ein wenig nervig. Weiß nicht, warum es so ist. Hier eine Zeitraffer für euch. Aber ist einfach nötig. Dann haben wir das Ganze. Und mit diesen Dingen können wir einfach zeichnen. Wir wählen einfach einen Layer aus und zeichnen damit. Die sind nicht immer hundertprozentig toll betitelt. Man weiß nicht, was man hier zeichnet. Aber hier sehen wir zum Beispiel Puddle. Das ist einfach für so Pfützen. Die sehen echt toll aus. Ich habe mich einfach quer durchgescrollt durch die Layers und habe einfach alles gezeichnet, was ich gefunden habe. Und ihr werdet sehen, es sind tolle Sachen dabei. Also diese Pfützen, die sehen wahnsinnig gut aus und da gibt es verschiedene Varianten. Die müssten wir total aufwendig eigentlich selber als Blueprint definieren, aber hier sind sie alle dabei. Es gibt verschiedene Bodentexturen mit Pflanzen, dann gibt es dieselben auch ohne Pflanzen, also ohne Foliage. Einfach ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist vom Macher, dass man das so macht. Diese ganzen Maps sind ein wenig so gedacht, dass sich die auch prozedural generieren. Das heißt, dass einfach Bäume automatisch spawnen, Gräser, Pflanzen, sogar die Berge. Also ich kann hier keine Garantie dafür übernehmen, dass ich es richtig umgesetzt habe, so wie es gedacht wurde. Aber ihr seht hier an der Spielfigur, es sieht wahnsinnig toll aus. Man kann einfach zeichnen und das macht ja eigentlich Spaß. Natürlich versinkt unsere Spielfigur jetzt nicht hier in den Pfützen. Kann man vielleicht auch irgendwie noch definieren, aber das ging es mir jetzt gar nicht. Die Bodentexturen sind echt schön. Und es sieht echt nach was aus und das mit relativ wenig Aufwand. Also ein wirklich tolles Pack. Jo, und wenn man dann ein wenig den Sculpt-Pinsel benutzt, dann sieht man auch, wie das Ganze gedacht ist. Es wachsen da wirklich Felsen raus. Also da müsst ihr keine Textur drüber malen. Nicht verwirren lassen, diese Gräser da oben, die verschwinden, das ist nur ein Anzeigefehler. Das ist einfach programmtechnisch ein kleiner Fehler, dass das angezeigt wird. Das ist nicht sichtbar und verschwindet auch.
Und ich kann jetzt so richtig schöne große Felsformationen generieren und sieht aus wie Felsen. Also alles automatisch. Für eine Game-Level absolut ausreichend. Ich habe hier natürlich die Felsen formiert und gescalpt und da hatte ich eine Pfützentextur drauf. Dann sieht es natürlich etwas seltsam aus, aber muss man halt vorher sich Gedanken machen. Die Bäume spawnen jetzt nicht automatisch. Ich habe es mir einfach in diesen Full-Edge-Mode reingezogen. Und der Gedanke war, gut, pflanze ich die, wo ich die haben will? Also alle markiert und dann gepflanzt. Die spawnen aber nicht überall, sondern anscheinend nur da, wo der Boden für die Bäume gedacht ist. Sie sehen toll aus. Also muss ich sagen, sie sind echt nett. Tolle Bäume. Aber man muss halt vorher seinen Boden entsprechend definieren. Wie gesagt, das Problem ist, dass diese Layer nicht eindeutig gekennzeichnet wurden. Da steht jetzt nicht Forest Ground oder sowas dabei. Aber das kriegt man raus. Wo man diesen Boden hier als Textur zeichnet, da kann man auch die Bäume pflanzen. Hat wohl auch damit zu tun, dass das alles prozedural generiert werden kann oder soll. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, so wie es gedacht ist, aber es funktioniert. Genauso wie mit diesen kleinen Felsen, die spawnen auch nur da, wo ich höhere Hügel und Berge geformt habe. Da kann man dann diese Felsen spawnen. Hier beim Wald geht es zum Beispiel nicht. Aber sie sind toll. Also im Spielemodus, man kann die alle erklettern, man kann draufspringen, man kann ja wirklich mit seiner Spielfigur ein wenig erkunden. Das funktioniert toll und ihr seht es auch mit dem Gras und allem. Es ist wirklich eine einfache Methode, um hier eine kleine Spielelevel zu erstellen. Mit einfachsten Methoden und es sieht gut aus. Also nutzt es, holt euch dieses Tool, holt euch die Assets, kostet ja nichts. Wäre mal blöd. Und das Gras wiegt auch im Wind, genauso wie die Bäume. Es sieht tatsächlich sehr, sehr toll aus. Für eine schnelle Level zum Erstellen ist dieses Pack wirklich hervorragend geeignet. Und hier seht ihr ja die Vergleiche. Hinten die Megascan-Objekte links, dann unsere Landmass-Berge. Die sahen jetzt nicht so toll aus. Und auf der Webseite von STF, da habt ihr auch einige Tutorials und da könnt ihr euch einiges ansehen. Die haben auch einen Full-Edge-Spawner. Der hat bei mir jetzt nicht so funktioniert. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Tutorial von STF. Da spawnen auch alle Bäume zum Beispiel und Gräser und was weiß ich nicht alles. Das spawnt auch automatisch, wenn man es richtig macht. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Ich wollte euch nur zeigen, dass es geht. Beschäftigt euch mit diesem Pack. Es ist wirklich hervorragend dazu geeignet, wenn man schnell eine schöne Level erstellen will, in der man echt viel Spaß haben kann. Ja, ich wollte es euch einfach zeigen. Einfach damit beschäftigen. Ich werde es verwenden wieder in der Game Level. Und dann sage ich danke für ein Abo und ein Like. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Cesco von Halb 8 Filmen.